So, da wären wir wieder in unserer Festung Kullet. In der letzten Folge haben wir hier die ersten Stockpiles gebaut, in Anführungszeichen. Also wir haben diese Flächen designiert als einen Platz, wo hier Holz abgelagert werden kann und hier Essen. Also wirklich alles Essen. Das heißt auch Alkohol und Butter und Knochenmehl und Sirup und all sowas. Da gibt es echt tausend verschiedene Sachen. Später werden wir noch etwas genauere Stockpiles festlegen müssen. Als Beispiel ein Stockpile für fertiges Essen, ein Stockpile für rohes Fleisch und so weiter. Aber das kommt alles später. Jetzt wollen wir erstmal die Zwerge ein bisschen weiterarbeiten lassen. Dafür drücke ich Space. Zack. Und schon bin ich wieder am Schleppen. Die Miner arbeiten sich hier fleißig durch. Und so schnell wie das geht, ist das hier anscheinend immer noch. Gucken wir mal kurz die Wände an. Wir drücken K. Gehen da drüber und ja, es ist immer noch Lehm. Also hier vorne hatten wir ja Feuerlehm, also roten Lehm, und hier haben wir wohl weißen. Das kommt mir ganz entgegen, denn zum einen kommen wir, wie ihr sehen könnt, sehr schnell durch den Lehm durch. Das heißt, wir können schneller anfangen, hier unsere Workshops aufzubauen. Und zum anderen ist dadurch auch die ganze Umgebung einheitlich, weil ich bin, was Farben angeht, so ein bisschen pingelig. Wenn dann hier plötzlich so ein blauer Streifen von irgendeinem Erz drin wäre, dann stört mich sowas immer. Und dann baue ich da Bodenplatten drüber. Aber so ist ja alles schön einheitlich grau. Zwar verschiedene Grautöne, aber das beißt sich wenigstens nicht. Und ja, ich weiß, meine Charaktereinstellung ist da nicht perfekt für dieses Spiel, denn ein Fetisch für Symmetrie und passende Farben ist bei diesem Spiel eigentlich recht unpassend. Denn eigentlich muss man Räume effektiv anlegen und nicht nach der Ästhetik her. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, hier draußen kommen wir nur langsam voran. Ah, ich bin endlich mal am Holzhacken. Da sah man gerade Gerogon den ersten Baum fällen. Oder besser gesagt den fünften Baum, denn wir haben jetzt hier schon fünf, was sind das? Stämme Holz, genau. Na, und jetzt lege ich richtig los. Schön, schön. Da unten sind noch Eva und Liberty Denied am Pflanzen sammeln, das ist auch sehr gut. Aber unser Stockpile, wie ihr sehen könnt, ist schon fast voll. Also die Dinger hier sind alles Fässer. Da wird wohl unser Alkohol drin sein und die Fleischbrocken, also das Hasenfleisch. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 Säcke. Da sind dann wahrscheinlich die Samen drin, die wir eingesammelt haben. Also einmal die Samen von den Büschen, aber auch die Samen, die wir von vornherein mitgenommen haben. Wir haben ja von den wichtigsten Pflanzen jeweils 5 Samen dabei. Und wir sind hier schon fast fertig. Dann drücken wir nochmal auf Pause. Und was machen wir jetzt? Jetzt mache ich noch ein Stockpile. Also wir drücken wieder P. Wir drücken wieder F für Essen. Und machen hier jetzt einen ganz großen Stockpile. So, das müsste erstmal reichen. Und als nächsten Schritt drücke ich jetzt X. Da sind wir hier bei Remove Designation. Und dann nehme ich hier den Stockpile wieder weg. Wenn ich das nicht machen würde, wenn ich den Stockpile da lassen würde, würde der Stockpile hier einfach schön weiter gefüllt werden und der würde ignoriert werden. Ich will aber, dass alle meine Sachen reingebracht werden. Also muss ich den Stockpile hier löschen. Dann stehen die Items alle wieder auf dem Boden rum, also hier auf dem Waldboden. Und die Zwerge sehen, aha, das sind Sachen, die nicht in einem Stockpile sind. Aha, da ist ein leerer Stockpile, das schleppe ich doch mal dahin. Also wir haben jetzt X gedrückt, hier unten links zuerst, jetzt hier oben rechts den Cursor hin und Enter. Und dann seht ihr schon, dass da drunter der Stockpile weg ist. So, Escape, Space. Und jetzt müsste gleich einer von uns wieder anfangen mit dem Schleppen. Ja, da sieht man schon den ersten Zwerg loslaufen. Wenn das jetzt so blinkt. Also es blinkt ja immer hin und her zwischen dem Zwerg und einem Gegenstand. Das heißt, dieser Zwerg trägt den gerade. Das ist ganz praktisch, um zu sehen, wer was gerade in der Hand hat. Auf den ersten Blick. Man kann natürlich auch noch näher rangehen und gucken, was er hat. Aber das soll so für den ersten Blick erstmal reichen. Tup, tup. Ja, die sind alle fleißig am Schleppen. Schön, schön. Und wir haben... Oh, oh. Seetangtung unterbricht seine Arbeit. Ich drücke mal ganz kurz A. A sind so eine Art... Alarm-Messages, also falls irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Und hier sehen wir zum Beispiel Wayne of Games und Seetangtum wurden beide unterbrochen von einem Falken. Aber nur unterbrochen, das heißt nicht, sie wurden von denen angegriffen. Vielleicht hatten sie einfach nur Angst vor dem oder er war zu nah dran oder der Falke hat versucht, irgendwas zu klauen, was sie in den Händen hatten. Aber wir können jetzt, wenn wir nochmal A drücken, können wir jetzt
hier mit den Cursor-Tasten auswählen von den News, welche wir haben wollen. Nehmen wir mal Setangtong und jetzt drücken wir Z. Hier, Zoom to Location. Der Cursor ist jetzt hier. Das heißt, hier an dieser Stelle wurde Setangtong unterbrochen. Das heißt, irgendwo müsste der Falke in der Nähe sein. Eine einfache Möglichkeit, das zu tun, also zu gucken, wo der Falke ist, ist einfach Escape und jetzt U für Einheiten. Das hatten wir, hier haben wir unsere Zwerge ja schon mal gehabt und geguckt, wer so was macht. Hier haben wir unsere Haustiere und hier haben wir jetzt die anderen. Und hier sind auch zwei Falken. Das heißt, wir können jetzt C drücken, Zoom to Creature. Und sehen jetzt, dass irgendwo ein, zwei Ebenen über uns ein Falke ist. Aber nicht wirklich über uns, denn ich gucke gerade. Wir sind am oberen Kartenrand und da sind unsere Zwerge gar nicht. Das heißt, der Falke ist schon längst weggeflogen. Jedenfalls dieser eine hier. Wir können auch einfach nochmal zweimal Tab drücken. Dann haben wir hier unsere Karte. Also hier oben ist der eine Falke. Drücke ich nochmal Escape. Drücke ich nochmal U. Und nehme ich den anderen Falken. Drücke wieder C zum Ranzoomen. Und der ist auch hier oben. Ist das derselbe Falke oder sind da zwei auf einem Haufen? Drück mal K. Nee, das ist nur ein Falke. Okay, nochmal U. Nochmal andere. Und jetzt nehme ich den oberen. Hinzoomen. Ah, das ist der schwere Nöter. Der ist nämlich direkt bei unseren Zwergen. Da. Was heißt hier direkt bei unseren Zwergen? Ja. Hier sind Wayne of Games und Liberty Denied gewesen. Und da ist unser Falke. So, ich mache jetzt mal die Karte wieder weg und lasse das Spiel mal laufen. Und guck, was der Falke macht. Der fliegt schon mal runter, das ist nicht gut. Der ist ziemlich schnell. Wo ist er jetzt hin? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ist das der Falke? Da ist noch irgendeine Fliege. Ne, da oben ist der Falke. Der ist jetzt erstmal vier Ebenen hochgeflogen. Aber er scheint nicht aggressiv zu sein. Und ja, es gibt auch Vögel, die einfach mal so einen Zwergen packen können und umbringen. Da muss man schon vorsichtig sein. Aber es hätte mich ein wenig gewundert. Also wir sind ja eigentlich in einer recht ruhigen Umgebung. Aber na gut, damit werden wir erstmal leben müssen. Wir könnten theoretisch unsere Hunde hier positionieren, dass die Zwerge nicht gestört werden. Und ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Wir drücken jetzt B für Building. Und jetzt haben wir hier eine ganze Liste von Sachen, die wir bauen können. Bauen heißt nicht immer, wir nehmen Rohstoffe und bauen dann das Teil hier auf, sondern bauen heißt meistens, eins von diesen Teilen wurde schon in einem Workshop gebaut und wir stellen es nur noch hin. Zum Beispiel nehmen wir jetzt die Restraints, das wäre V. Die basteln wir jetzt nicht zusammen aus irgendwelchen Jutesäcken, sondern die haben wir schon, davon hatten wir ein paar mitgenommen. Die platzieren wir jetzt einfach hier mal hin. Und jetzt haben wir die Auswahl, welche Items wir platzieren wollen. Wir könnten jetzt V drücken und uns angucken, was genau das ist. Es ist einfach nur ein Pigtail Fiber Rope. Oder wir könnten auch X drücken. Und dann haben wir eine Auswahl zwischen den ganzen Items, die wir jetzt hinstellen wollen. Das ist bei den Seilen jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir jetzt zwei gleich gute Seile haben. Aber wenn man später Stühle und Tische und so weiter platziert, sollte man schon auf dieses X hier achten. Denn wenn man bei dem Lord von 300 Zwergen einen total billigen Stuhl hinstellt und das dann zu seinem Lieblingsstuhl klassifiziert, dann wird er recht krumpig. Da sollte man dann schon auf die Qualität achten. Die Qualität der Items sieht man übrigens daran, was drumherum ist. Wenn da nichts ist, ist es ein normales Item. Wenn da eine Klammer drum ist, ist es eine Stufe höher. Dann gibt es noch so eine Barren und Sternchen und Krönchen und was weiß ich. Das werden wir alles im späteren Verlauf auch noch sehen. Also mit X hier kann man sich die Items genau angucken. Wenn man das einfach so drückt, dann wird random eins von denen genommen. Ich glaube, das mit der schlechtesten Qualität. So, aber jetzt drücken wir einfach mal Enter. Dann wird hier das Ding gebaut. Besser gesagt, aufgestellt, wie ich ja schon gesagt habe. Aber es ist nur der Auftrag, es aufzustellen. Es ist nicht sofort da. Das heißt, jetzt muss erstmal ein Zwerg loslaufen, zu unseren Seilen gehen, die wahrscheinlich noch oben im Karren sind, und das Seil dann hier hinschleppen und da dann festmachen. Aber wo wir gerade dabei sind, machen wir noch eins. Wir drücken also wieder V hier im Menü und stellen da nochmal ein Seil auf. Obwohl, nee. Lieber hier. Denn von oben, also von hier können ja auch noch Leute runterkommen. Und von da auch. Also setzen wir da auch nochmal ein Seil hin. Ja, ich hätte vielleicht doch ein paar mehr Seile mitnehmen sollen, weil ich hätte jetzt auch noch ganz gerne hier ein Seil.
Aber sei es drum. Das soll jetzt erstmal reichen. Wir haben jetzt da und da die Befehle, ein Seil aufzustellen. Drücken jetzt Escape, um die Liste hier wegzubekommen. Und lassen das Spiel einfach wieder laufen. Ah, das erste Essen wird schon hochgebracht. Und wie ihr seht, die beiden hier, die bewegen sich gerade nicht. Die sind am entweder am Trinken oder am Essen. Können wir auch ganz kurz mal gucken. Drücken K, gehen über die rüber und wir sehen nicht, was unter ihnen ist. Also hier ist schon mal ein Ale-Fass. Und er hat irgendwas in der Hand. Drücken wir mal V. Ja, er ist gerade am Trinken. Das ist seine momentane Aufgabe. Und er ist auch am Trinken. Ja, Alkohol geht recht schnell weg. Aber ich denke mal, so viele Kräuter, wie wir jetzt schon hier am Sammeln sind, dürften wir recht schnell unsere Brauerei aufbauen können und auch länger betreiben. Holz für Fässer haben wir auch schon. Das ist soweit alles okay. Die Seile sind immer noch nicht da. Aber das kommt auch daher, dass alle unsere Zwerge ausgelastet sind. Obwohl, alle Zwerge? Ja, alle Zwerge. Wir haben null Eidler. Und so soll es auch sein. Wir haben jetzt ja schon so viele Aufträge verteilt. Also hier das Holz hacken, die Büsche einsammeln, das ganze Essen dahin sortieren. Da können die jetzt mal erstmal ein paar Wochen beschäftigt sein. Und ja, die Zeit geht relativ schnell. Ich kann ja mal ganz kurz Z drücken. Da sind wir jetzt am 24. Granit 126 Frühling. Das behalten wir jetzt einfach mal so im Hinterkopf. Lassen ein bisschen die Zwerge was machen. Also 24. Granit. Und die Seile sind da, das ist sehr schön. Dann pausieren wir jetzt kurz, drücken Q. Damit haben wir jetzt die Option für dieses Gebäude. Genauso wie wir bei dem Stockpile mit Q ja auch sehen konnten, wie die Einstellungen bei dem Stockpile sind, wenn wir mit dem Cursor über andere Gebäude gehen. Und ja, das Seil zählt als Gebäude, haben wir jetzt hier die Option von dem Gebäude. Der Cursor nimmt auch einfach das Gebäude, was am nächsten dran ist. Das blinkt ja hier so grün. Also er muss nicht direkt draufklicken. So, und jetzt benutzen wir A. Damit können wir ein Tier diesem Seil zuweisen. Und dann nehmen wir einfach den ersten Hund da oben. So, das war's schon. Jetzt steht hier, zugeteilt ein streunender Hund, gezähmt. Das gleiche machen wir hier unten auch nochmal. Gehen wieder nah ran, drücken A. Jetzt sehen wir hier bei dem obersten Hund, der ist schon wo festgekettet durch dieses kleine Seilsymbol. Das heißt, ihn können wir nicht nehmen. Das heißt, wir nehmen den zweiten, Enter und fertig. Drücken wir Escape, um das hier wieder wegzumachen und lassen das Spiel einfach weiterlaufen. Jetzt geht irgendein Zwerg, der gerade nichts zu tun hat, los und sucht unsere Hunde. Ich guck mal ganz kurz hoch zu unserem Wagen. Ja, die stehen hier alle schön verteilt hier noch drumherum. Normalerweise, wenn Hunde irgendwann nichts mehr zu tun haben, und es keinen Platz gibt, der designiert ist, wo man sich trifft, also so eine Art Social Area, dann fangen die an, auf der ganzen Karte herumzustreuen und dann nach Tieren zu suchen. Aber hier ist das nicht der Fall. So, da haben wir jetzt einen Zwerg, der den Hund gepackt hat. Man sieht hier den Hund, der hat ein Fragezeichen, der weiß nicht, was los ist. Und hier ist der Zwerg, der den Hund dann hinter sich herschleift. Nein, natürlich nicht, er ist ganz freundlich zu dem Hund. Sie sind des Zwergen bester Freund. Hunde, weil die kann man zu Kriegshunden ausbilden und die sind sogar recht gut, vor allem in einer großen Masse. Und es sind gute Wachhunde und. So, da ist jetzt ein Hund bei dem Seil und ein Hund bei dem Seil. Die Hunde können sich jetzt nur ein Feld um das Seil herum bewegen. Und sie sehen dann halt auch Gegner, die versteckt sind, was sehr praktisch ist. So, jetzt pausieren wir einfach mal. Ich drücke nochmal Z. Und wir sind beim First Slate. Das heißt, es ist jetzt mal eben eine Woche schon umgegangen. So schnell geht das. So, die Nahrung ist schon fast alles rüber sortiert. Das ist doch mal schick. Dann drücke ich jetzt DD zum Meinen und mache hier diese Lücke weg. Damit dann auch der hintere Bereich abgebaut werden kann. So, man sieht schon, die zwei Zwerge haben ihren Auftrag wahrgenommen und buddeln sich da jetzt auch durch. Während sie das tun, mache ich nochmal ein Stockpile mit P. Und dann mache ich jetzt einen Custom Stockpile. Wir drücken also C. Wählen den Platz aus, wo das hin soll. Dann nehme ich mal die Ecke hier, auch einen ziemlich großen Bereich. Drücke jetzt Q, gehe über den Stockpile und drücke S für Chain Settings.
Jetzt kann ich hier einstellen, was da alles rein soll. Also Essen soll nicht rein, aber Furniture. Also Stühle, Tische, Betten und so weiter, das soll alles hier rein. Munition soll hier rein, Münzen soll hier rein, Blöcke und Barren sollen hier rein, Edelsteine, Finished Goods. Das sind also Handwerkswaren, meistens zum Tauschen. Leder soll rein, Stoff soll rein, Holz nicht. Waffen und Waffenkomponenten und Rüstung. Also wird jetzt hier fast alles reinsortiert, außer halt Holz, Stein, Essen und Leichen und Müll. Da wir noch nicht so viele Gegenstände haben, ist es jetzt noch möglich. Später sollte man so eine Stockpiles, die eigentlich alles aufnehmen, nicht nehmen. Dadurch wird das Fort viel zu unübersichtlich. So, jetzt drücken wir wieder Escape. Nochmal Escape. Und jetzt werden alle Sachen, die wir sonst so haben, also wir haben ja auch noch Ausrüstung mitgenommen, also eine Pickaxe, die normale Axt, die Beutel, die noch über sind, sowas alles wird jetzt hier hingebracht. Ich springe mal ganz kurz zu unserem Wagen mit F1, drücke jetzt Q für Gebäudeinformationen und Optionen und drücke X für Remove Building. Dann wird gleich ein Holzarbeiter kommen, wenn wir denn einen designiert haben, und wird das Ding auseinandernehmen. Da kriegen wir erstmal ein, zwei Holzstämme, was ganz praktisch ist für den Anfang. Und die Hunde werden nicht mehr um den Wagen herumlungern. Weil momentan dient der Wagen auch so als ein kleiner Meetingplatz. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel neue Einwanderer kommen würden, dann würden sie sich zuerst hier melden. Und genauso die Zwerge, wenn sie nichts zu tun haben, also Freizeit haben, dann kommen sie hierher, um sich hier zu treffen und zu schnacken und was weiß ich, halt Zeit totzuschlagen. Wenn wir den jetzt removen, also auseinanderbasteln, dann wird das nicht mehr der Fall sein. Damit die Zwerge dann mal einen Platz haben, wo sie rumhängen können, gehen wir jetzt wieder runter zu unserem Höhleneingang. Drücken Escape und jetzt drücken wir I. Das sind Zonen. Das ist wieder was anderes. Und die Zone machen wir mal hier in der Mitte. Ähnlich wie bei den Stockpiles wählen wir jetzt hier so einen Bereich aus. Der ist jetzt nicht kariert, sondern komisch liniert. Und wir wählen aus als M Meeting Area. So. Und Escape. Wir sehen jetzt allerdings nicht, dass hier irgendwas ist. Denn es ist ja auch kein Gebäude. Nicht mehr annähernd, so wie der Stockpile. Sondern es ist einfach nur ein Bereich, der designiert wird als hier könnt ihr euch treffen. Wenn ich jetzt nochmal I drücke für Zonen, dann sehen wir ihn wieder. Das heißt, wir wissen, er ist da. Wir können auch, wenn wir rübergehen, A drücken für aktiv. Jetzt ist es inaktiv, weil es schwarz ist. Jetzt wäre er aktiv. So können wir auch mehrere von diesen Meeting-Zonen festlegen. Und je nachdem, was wir gerade haben wollen, also wo sich die Zwerge aufhalten sollen, aktivieren wir den einen und deaktivieren wir den anderen. Aber jetzt soll uns erstmal einer reichen. Später werden wir noch eine richtig schöne Taverne aufbauen, da werden sich eh alle Zwerge da treffen. So, Escape. Und jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Das heißt, Escape, speichern und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.